Liebe Familie, liebe Hochzeitsgemeinde. Wir haben uns an diesem heutigen besonderen Tag hier auf dieser Sim zusammengefunden, um als Zeugen dabei zu sein, wie Franzis Kauer und Michi Kenin ihre tiefe Liebe mit dem SL-Eheversprechen besiegeln. Liebe ist, wenn aus Ich und Du ein Wir wird. Und genau so ist es wahr. Der 30. Mai 2010. Der Tag, der euer beider Leben grundlegend veränderte. Denn an diesem besagten 30. Mai 2010 habt ihr beiden euch kennengelernt. Sofort war da das gewisse Etwas zwischen euch. Ihr habt euch ineinander verliebt und am 6.6.2010 habt ihr dann hier im SL euch offiziell als Partner eingetragen. Aus dem Verliebtsein wurde die Liebe. Eine Liebe, die so groß ist, dass sie sogar in euer reales Leben überging. Denn dort lebt ihr nun seit dem 10.12.2010 zusammen. Und heute steht ihr nun hier, um diese starke innige Liebe mit dem SL-Eheversprechen zu besiegeln. Zwei Menschen haben sich gefunden, verbunden sich für alle Zeit. Sie wollen des Alltags Sorgen tragen, in Liebe und Beharrlichkeit. Wenn so zwei junge Menschenherzen in Treu vereint durchs Leben gehen, dann werden sie im Lebenskampfe das Schicksal meistern und bestehen. Der schönste Tag in eurem Leben, er mag für euch der heutige sein. Und euer Wunsch möge sich erfüllen, ein trautes Heim mit Sonnenschein. Und wünschen wir euch alles Gute, auch für die Zukunft, wo ihr seid, möge euch der Herrgott stets beschützen vor Kummer, Not und allem Leid. Geht gemeinsam froh durchs Leben, um dem Dasein Sinn zu geben. Habt Geduld und viel Verständnis, denn dann kommt euch die Erkenntnis, dass die ganze schöne Welt die Liebe nur zusammenhält. Francis und Michi, es werden sicherlich noch viele Hürden und Berge auf eurem gemeinsamen Wege liegen. Vieles wird nicht gleich zu bezwingen sein. Doch denkt immer daran, Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. Und die Ehe ist eine Brücke, gebaut aus Liebe und Vertrauen, die die Ehepartner auch in schweren Stunden tragen kann. Ich möchte euch nun bitten, noch einmal tief in euch zu gehen, eure gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen, mit dem Wissen, dass es ab heute noch wunderbarer wird, da ihr allen mit dieser Hochzeit zeigen wollt, wir gehören zusammen, weil wir uns von Herzen lieben. Und ich hoffe, ihr könnt nun euer zweites Wunschlied hören. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber dann muss das jetzt leider ohne Musik weitergehen. Bevor ich dieses junge Paar nun vermähle, frage ich die hier anwesenden Gäste. Gibt es unter den hier Anwesenden jemanden, der Einwände gegen diese Verbindung hat? Fragst du das Brautpaar? Also das Brautpaar möchte bitte antworten, ob die Nette noch einmal einen Stream machen wollen. Ist vielleicht, dass sie dann doch noch kommt. Oder für immer zu schweigen. Da von mir und den Trauzeugen niemand einen Einwand erhoben hat, beginnen wir nun mit der Vermählung. Ich frage nun dich, Michi Kenin. Möchtest du der hier Anwesenden, Francis Kauer, für immer die SL-Treue schwören, ihr in guten und in schlechten Zeiten beistehen? Willst du sie ehelichen? So antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will.
Und nun frage ich dich, Francis Kauer, möchtest du den hier Anwesenden, Michi Kenin, für immer DSL-Treue schwören, ihm in guten und in schlechten Zeiten beistehen? Willst auch du ihn ehelichen? So antworte auch du bitte mit, ja, ich will. Ja, ich will. Ihr beide habt ein Ehegelöbnis vorbereitet. Ich bitte nun dich, Michi, deiner Francis, zu geloben. So, ich hoffe, jetzt kann mich jeder hören. Ja, ist perfekt. Okay. Liebe Francis, noch vor einem Jahr hätte ich nicht für möglich gehalten, mich im Internet zu verlieben. Man hört es oft genug, kann sich es aber nicht vorstellen, bis ich dich kennengelernt habe. Es traf mich wie ein Schlag. Ich konnte es mir nicht erklären, wie das möglich sein kann. Ich wusste nur, dass es so war. Ich habe mich oft hinterfragt, wie definierst du eigentlich Liebe? Ich kann nur dazu sagen, wenn einem das Herz höher schlägt, wenn man nur den Namen liest und es um das Kribbeln im Bauch anfängt, ohne dass man das Geringste dagegen tun kann. Wenn es einem schlecht geht, wenn derjenige nicht da ist und seine Stimme nicht hören kannst, ihn nicht siehst und nichts dagegen tun kannst, damit es dir besser geht. Wenn du denjenigen herbeisehnst, den du liebst, Engelchen, ich möchte dich nie mehr wissen und ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass wir zusammen ein werden. Liebe Francis, und weil das so ist, weiß ich zu 100%, dass ich dich liebe und dich nie mehr ziehen lassen, weder im Second Life noch im realen Leben. Und nun bitte ich dich, liebe Francis, dein Ehegelöbnis, deine Michi vorzutragen. Mein lieber Chef, vor über einem Jahr haben wir uns hier gefunden. Wir haben einen steinigen Weg vor uns, wir haben schon einen teilweise steinigen Weg hinter uns. Und es gibt nichts Schöneres für mich, als diesen mit dir gemeinsam zu bestreiten. Ich bin dankbar dafür, dich, einen streitbaren, liebevollen, ehrlichen und stänkervollen Partner gefunden zu haben. Wir ergänzen uns in einem Lebensplan. Auch wenn ab und zu die Fetzen fliegen, selbst dieses kann man mit dir genießen. Ich kann und möchte dich nicht vermissen, denn ohne dich würde mir ein ganz großer Teil meines Herzens fehlen. Daher bin ich sehr glücklich mit dir und möchte ganz, ganz, ganz alt mit dir werden. Ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Fire! 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 Fire!